Hey, ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen, ich glaube, zur 26. Folge Ender Kids. Wir nähern uns dem Ende und ich lese jetzt eher mal die Beschreibung, bevor hier schon wieder die Zeit um ist. Und ja, wir haben heute den Assassinen. Oh yeah! Und beziehungsweise den Assassin. Und der Assassin startet mit einem Holzschwert sowie einem weißen Lederhelm und macht von hinten mehr Schaden. Mal schauen, wie Glass das so werden wird. Ich habe sie bisher, ehrlich gesagt, jetzt nur letzte Runde, wo ich versucht habe aufzunehmen, probiert. Sonst habe ich die noch nie gespielt und ich weiß nicht, ob sie dir jetzt einen direkten Vorteil gibt, weil du ja meistens so mit dem Gegner bist und nicht so, außer der Gegner rennt halt dann weg. Zu meiner Rechten ist mein Bruder, der spielt hier gerade mit meiner Katze und der kann mir mal Hallo sagen. Mit deiner Katze? Ja, mit unserer Katze. Kannst du ja mal Hallo sagen. Hallo. Ja, er ist immer beim Aufnehmen ein bisschen schüchtern. Ja. Ja, merkt man doch extrem. So. Jawohl, gleich mal zwei Diamanten. Ja, gleich mal zwei Dias. Boah, was ist denn das für eine geile Map? Eine richtig coole Map, ja. Jetzt können wir die Leute ficken. So, aber erstmal holen wir uns hier genügend Holz, weil... Ihr wisst ja, bei solchen Maps passiert es oft mal... Oh, boah, der wollte mir gerade das Holz schnorren, Alter. Das kann's nicht sein. Geh weg, du Mist. Und jetzt holen wir ihm sein Holz weg. Haha. Oh, nee. Schade. Das war jetzt wieder eine Zeitverschwendung von mir. Weil ich bin so ein Idiot. Aber ich hole mir jetzt, glaube ich, noch eins. Ist die Schutzzeit noch ein? Ja, die Schutzzeit ist, glaube ich, jetzt dann gleich noch 30 Sekunden oder so, schätze ich. Oder ich weiß es nicht. Nee, noch 15 Sekunden. OMG, warte. Welches Kind bist du, Assassine? Assassine? Ja, Assassin bin ich. Assassin. Ich mache von hinten mehr Schaden. Jawohl, Dio. Hattest du vorher auch ein Dio? Oh, Dio-Schwert. Das möchte ich nicht. Du kannst ihn noch nicht schlagen. Hä? Ich kann ihn nicht. Oh. Noch was? Hä, da stand doch 15 Sekunden. Hä? Das ist ein Holzfäller. Ey, ich wünsche ihm den Tod auf Erden. Was ist ein Holzfäller? Was kann der? Der baut sich jetzt hoch, dieses Biest. Ja, was kann ein Holzfäller? Ja, der kann einen Baum komplett abhacken. Und ich glaube, es ist jetzt so, wenn er ihn abhackt, dann hat er ihn komplett schon im Inventar. Ja, so, wir schneiden ihm hier den Weg ab, natürlich. Ja, das ist sehr schlau von uns gewesen, ihr Tool. Oh, hier kommt einer und wir haben ihn. Und der nächste und wir haben ihn. Ja, klar, natürlich. So, oha, das war jetzt ziemlich knapp. War denn von hinten? Haben wir nicht gesehen, weil ich spiele ohne Sounds. Da ist das immer so ein bisschen schwer. Nein! Achso, haben wir jetzt unser Eisen verloren? Nee, glaube ich nicht, oder? Oh, oh, ich muss ist hier egal, weg. Ist egal, oder? So für Rüstung, oder? Ja, ich muss mir ja noch eine Russi. Ja, dafür brauchen. Kannst du Diamanten auch benutzen, nicht nur Eisen. Ja, hätte ich Diamanten? Diamanten findet man nämlich nicht so häufig wie Eisen. Kannst du in der Lava nicht sterben? Doch, kann ich. Oder ist es überhaupt Lava? Was denn? Das hier? Ach so, nee, das sind so Wolle oder so. Das ist keine Lava, das ist, das sind die neuen Mesa-Blöcke. Also die Map heißt jetzt Mesa, aber das sind vom neuen Biom solche Blöcke und das hier ist Ton. Und das andere soll so ein Sand darstellen. Ich habe hier einen Schinken, aber ich glaube, der hilft uns nichts, weil das geht nur mit dem Kind. Ja, hallo, hallo. Nein. Mann, den hätten wir jetzt locker getötet, Leute, locker. Haben die sich extra ertrinken lassen, dass man dann hier hingepottet wird? Ja, nein, die lassen sich nicht ertrinken. Das sind dann immer solche Kids wie Hai oder Skorpion. Oh, drei Dias, nice. Und die schwimmen ganz runter, dass du nicht mehr raufkommst. Ja. Ja, das ist aber schlau. Aber ich komme ja wieder rauf, wie du gesehen hast. Ja, eh, aber wenn sie weiter runter schwimmen würden. Will ich trotzdem hochkommen, vielleicht Schaden bekommen, aber ich würde wahrscheinlich hochkommen. Außer sie bauen irgendeine Falle, aber da hätte ich ja einen Lava-Eimer. Beziehungsweise einen Wassereimer und damit kann ich mir dann wieder Luft beschaffen. Du kannst den Leuten immer sagen, was wir sonst immer so zocken aus dem Minecraft. Ja, wir zocken so verschiedene Spiele, ne? Warte mal. Ich muss sagen, ich spiele sehr, sehr viele Spiele.
Also am aktivsten spiele ich, glaube ich, jetzt doch Minecraft. Und? Nein, das spiele ich nicht aktiv, weil ich weiß nicht, wie lange ich das spielen werde und ob ich das generell für immer spielen werde. Was? Weil das ist ja eher so, erzähle ich den Leuten gleich. Aber... Oh, der hat uns einmal getroffen. Was ist mit deiner Xbox? Und Xbox? Moment. Der hat, glaube ich, kein Schwert. Oder was war mit dem los? Hä? Das war ein komischer... So ein komischer Mensch. Ich hasse solche Menschen. Hatte der gar kein Schwert? Wir tarnen uns jetzt mal als... Moment. Doch. Der hatte ein Schwert. Der hatte sogar ein Dia-Schwert. Also manchmal begreife ich die Leute nicht, die einfach dann mit dem Bogen draufgehen. Ich meine, Bogen, ja, ist ganz nice so, aber... Du hast zwei Pfeile im Kopf. Ja, schön. Ich muss mich da jetzt kurz konzentrieren. Ich kann da jetzt nicht auf dich eingehen, denn ich brauche was zu essen und das gebe ich jetzt. Oh, ich habe wenig zu essen, aber ich weiß, ich habe Weizen. Oh, wir könnten uns ja eine komplette Eisenrüstung machen. Oder? Geht sich das aus? So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Perfekt. Wo ich heute gespielt habe, habe ich den Spion genommen. Du hast heute gespielt? Ja, bei dir. Ah ja, stimmt, du hast ja heute bei mir eine Runde gespielt. Ja, ich spiele das auch manchmal so privat. Ja, eine Runde ist gut gesagt, ne? Ja, du hast mir meine Stats ganz schön wieder verhauen. Ich bin eigentlich kein Spieler, der nach Stats spielt, aber du machst das schon ganz schön. Ja, so schlecht bin ich jetzt auch wieder nicht. Naja. Geht so. Ja, jetzt sag den Leuten, was wir sonst noch so zocken. Also ich bin eigentlich der, ein aktiver WoW-Spieler. Ich spiele sehr, sehr gerne WoW. Also ich liebe eigentlich WoW. Das Problem ist, ich habe jetzt derzeit, was heißt nicht so Lust drauf. Ich bin jetzt da bei meinen Brüdern, da spiele ich meistens was mit denen, was sie auch spielen. Und da macht das ziemlich viel Spaß. Ja, dann empfehle den Leuten doch mal was, was wir spielen. Ja, jetzt chill du mal deine Lage, weil ich lasse mich hier sicher nicht mit von dir hier herumkommandieren, wie ich das in meiner Aufnahme mache. Ich finde das nämlich nicht lustig, weil ich muss mich hier konzentrieren und irgendwie eine gute Runde hinkriegen. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt jetzt schon zeigen konnte, dass ich von hinten mehr Schaden mache. Ich weiß nicht. Das ist nämlich auch so ein Kack. Wie viel Schaden macht er denn mehr? Ja, keine Ahnung, das habe ich noch nicht probiert. Auf jeden Fall, ich habe derzeit eben nicht so extreme Lust auf WoW. Aber sonst spiele ich das mega, mega gerne, ja. Also Leute, wenn ihr WoW habt, dann kommt wer spielen. Und ja, dann habe ich noch Elder Scrolls Online. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das ist auch so ein MMORPG. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Mal gucken, ob ich... Achso, da habe ich ja eh, glaube ich, ein Angespielt davon gemacht. So, wir machen jetzt eine hässliche Falle, weil dann sind wir ja auch im Endkampf. Und ja, hoffen wir mal, dass unser Gegner daran plumpst und dann wir dadurch vielleicht einen Vorteil machen. Ja. So heißt es dann, dass er da reinfliegt. Ja, es ist so... Oh, es leben nur noch zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen soll, Leute. Das ist nämlich ziemlich dumm eigentlich, wenn man Fallen macht. Hallo. ja. Oh, er ist reingeflogen. Mal gucken, ob er stirbt. Wenn er jetzt stirbt, dann war das kein epiges Finale. Dann war das halt ein Finale, aber ich weiß nicht. Okay, er ist auf jeden Fall nicht gestorben. Ja, weil daneben ihr Wasser war, oder? Ganz okay. Nee, da war kein Wasser, aber der hat sich dann wahrscheinlich gelöscht. Schätze ich jetzt zumindest. So. Einen Apfel, das wäre geil. Einen Apfel. Goldenen. Ja, ein normaler Apfel reicht auch, dann kann ich mir einen goldenen Apfel machen. Ich muss jetzt vordrehen, Leute, ich muss einfach vordrehen. Es ist ja jetzt auch schon bei mir ein neues Projekt gestartet namens Desert Craft. Und es werden bald noch mehr Projekte kommen, weil das Problem ist, Ender Kids läuft ja nur noch, also die Folge und dann kommt noch der Morpher und der Enderman und dann war es das auch schon. Das ist nämlich richtig, richtig kacke, weil, ja... Let's Playst du eigentlich dann Elder Scrolls, oder? Nee. Also solche Spiele werde ich auf keinen Fall Let's Playen, weil ich meiner Meinung nach finde, die dauern ewig, also da braucht... Und einfach mal so ein Video
Ja, wenn es mal irgendwas Lustiges gibt oder sonst, dann kann ich das gerne mal so ein bisschen zusammenschneiden. Aber generell mache ich, glaube ich, kein Elder Scrolls Video, weil... Au. Aber du kannst dir zeigen, so was für Charaktere und so gibt. Das habe ich bei meinem Angespielt hochgeladen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das habe ich schon gezeigt bei meinem Angespielt. Nein, das habe ich nicht gesehen. Dann kannst du es dir mal angucken. Es ist halt, es ist wie ein ganz normales Rollenspiel, wie man es so kennt. Also es ist jetzt nichts unbedingt Besonderes. Ich finde es aber, es spricht mich sehr an von der Grafik, von den Figuren her. Also ich finde es richtig cool. Ist das bessere Grafik als WoW? Ja, wie man es jetzt auffasst. Also es ist... Er rennt weg von dir. Es ist natürlich schon besser als World of Warcraft, aber World of Warcraft finde ich ist auch was ganz anderes. Also... das sind so zwei Welten, die man meiner Meinung nach nicht vergleichen darf. Das hey, du ist könntest genauso... dir Schuhe machen. Oh, gut aufgepasst. Dann mache ich mir das gleich mal. Super. Macht das irgendeinen Rüstungspunkt mehr? Ah ja, 1,5. Okay. Ja klar, Diamant ist immer besser als ein. Ja, aber das ist... bei den Schuhen unterscheidet sich das nicht sehr, sage ich mal. Der rennt die ganze Zeit weg. Ich wüsste gern, was der ist. Alter, wenn da ein Spion ist... Ich bräuchte einfach was zu essen, weil ich kann einfach nicht rennen jetzt. Ich habe heute beim Spion, da bin ich leider am Anfang gleich gestorben, aber da bekommt man voll schnell die Hungerleiste weg, das stimmt wirklich. Lol. Nee, oder? Lol. Yeah. Leute, Mann, der tut mir jetzt leid. Wie kommst du so schnell? Laufen? Alter! Alter, was war das denn? Der stand da nackt im Endkampf. Der hatte, ich glaube, der wollte gerade craften. Aber Leute, das sieht man. Der Kompass ist wichtig. Guckt immer auf den Kompass. Man ist schneller da, als man möchte. Und ja, 100 Blöcke sind nicht weit. 100 hört sich vielleicht viel an. Aber 100 ist nicht viel. Und ich werde jetzt ein bisschen Desertcraft und Ender Games vorproduzieren. Also Ender Kids. Aus dem Grund, da, Moment, die Folge kommt eigentlich am Donnerstag. Das heißt, das müsstet ihr am Donnerstag sehen. Dann ist für Freitag und Samstag noch Ender Kids. Samstag kommt dann leider die letzte Folge Ender Kids. Aber sobald es wieder neue Kids gibt, geht es wieder weiter mit Ender Kids. Das heißt, das ist immer nur für eine kurze Zeit pausiert, bis wieder neue Kids kommen. Und ja, also mein Fazit zu dem Kid Assassine. Also ich finde, es ist... Wie soll ich sagen, es sollte vielleicht noch ein bisschen verstärkt werden, weil so ein Schlag nach hinten ins Genick, ich weiß nicht, ob man jetzt Gegner immer von hinten antrifft, weil meistens ja ist man dann eh so vorne. Vielleicht hat es einen Vorteil, wenn der Gegner wegrennt, ich weiß nicht, aber ich würde noch vorschlagen, vielleicht, dass man mit einer kompletten Lederrüstung startet und dazu noch den Effekt hat. Der wäre vielleicht ganz cool. Oder als Assassine, dass man vielleicht so... Ich weiß nicht, die sind für mich auch so undercover-mäßig dann, die sich dann zu schnell bewegen können oder so. Ach, ich weiß nicht. Also da würde ich dem Gambit-Team noch raten, dass sie vielleicht noch das Kit noch ein bisschen stärker machen. Ich finde es eigentlich ganz okay. Aber da mache ich solche Kits mit so einer besseren Fähigkeit wie Chamäleon oder Tracker oder Spion lieber. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen... Super Mario und das Känguru, weil die springen ja beide ziemlich hoch. Ja, beim Super Mario ist es so, der kann glaube ich nur 2 Blöcke hochspringen und das Känguru glaube ich 3 oder 4 Blöcke hoch. Wenn man da Leertaste gedrückt hat, springt sie ja nein, weiter, oder? Nein, man muss doppelt die Leertaste drücken und das Känguru kann auch damit sprinten und der Jumper, wie heißt er nochmal? Der Super Mario. Ihr wisst eh, wenn ihr die Folge gesehen habt, dass das nicht gerade mein Lieblingskit ist und man damit nicht gut laufen kann. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, da oben könnt ihr schon lesen, TTT Beta, ich bin Premium. Und das bedeutet, es wird auf jeden Fall TTT geben. Ich bin mal gespannt, ob es so spannend wird, wenn ich es mit fremden Leuten spiele und nicht mit Leuten, denen ich kenne. Aber vielleicht machen wir auch so, mal so eine LAN-Party, wäre richtig cool. Ah ja, wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, weil dann lauter Leute reinjoinen. Aber vielleicht mit ein paar anderen wäre es vielleicht lustiger. Und ja, Leute, wenn ihr mal wollt, dass mein Bruder eine Runde Survival Games, Ender Games, whatever, was kann er da mal spielen, was er da mal spielen kann, das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt wollt. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und konstruktive Kritik in die Kommentare. Über nette Kommentare freue ich mich auch. Und ja.
bevor ich hier noch irgendeinen Scheiß mache, beende ich einfach mal das Video und ich würde sagen, tschüss.